Weimar und proben gerade für die Johannespassion von C.P.E. Bach. Und neben mir ist der Philipp Harnoncourt, der Regie führt. Und ich hatte einige Fragen als Evangelist, aber auch als Zuschauer quasi und Beteiligter. Was machen wir hier? Was geht es in dieser Johannespassion? Aber was war dein Anliegen für diese Inszenierung? Mein Anliegen ist ziemlich ähnlich von dem Anliegen, was das Anliegen der Passion überhaupt war, nämlich so ein historisches und religiöses Geschehen in die Wirklichkeit zu holen. Also insbesondere fast mehr noch beim CPE, beim jüngeren Bach als beim alten Bach, ist diese Einstellung, das ist ein Geschehen, das uns betrifft, ein heutiges Geschehen, dass wir nicht mit Hilfe der Kirche oder mit Hilfe irgendwelcher Lehrsätze lösen müssen, sondern dass wir selber entscheiden müssen, wie verhalten wir uns, wenn wo einer gelüncht wird, wenn wo Krieg ist, wenn Gewalt ausbricht, gerechte oder ungerechte Gewalt, wie auch immer man das beurteilt. Und das wird im Rahmen dieser religiösen Geschichte, im Rahmen von Jesus, der aber nicht dargestellt wird als unbedingt als jetzt Gott himself oder unbedingt Gottes Sohn, sondern als ein Mensch. Und der Mensch jeder Mensch hat etwas Göttliches an sich, nämlich eine Würde als Mensch. Und darum, wie man damit umgeht, das hat man schon in dieser musikalischen Passion versucht. Und insofern ist es nicht völlig falsch, es auch szenisch zu machen und um das zu verstärken, weil man ist geneigt, dann sowas zu hören als leckere Musik und dann schließt man die Augen und dann sagt man, ach, wie herrlich. Und man vergisst irgendwie diesen Zweck davon, dass es eigentlich ein bisschen um einen Weckruf geht, um einen Tritt in die Eingeweide. Und worin siehst du für dich den Unterschied zwischen der Passion, ich glaube, du hast ja die auch szenisch gemacht, letztes Jahr in Wuppertal, von Johann Sebastian Bach, von Papa Bach und der von C.P.E. Bach? Also, was würdest du dem Zuschauer sagen, der vielleicht Berührungsängste generell mit Passion hat und vielleicht bis jetzt nur die Passion von Papa Bach gehört hat? Woran liegt das Besondere in der Musik von C.P.E., in dieser Passion Naja, für dich? ganz einfach ausgedrückt, bin ich ein neugieriger Mensch und die CP-Version habe ich nie gehört. Die ist auch ganz schön anders, die ist ein einfacheres, kleineres Werk und insofern aber auch erlaubt es fast mehr noch, dass man damit entspannt umgeht und es an sich selber zur Hand nimmt. Das wollte es auch. Also Karl Philipp Emanuel Bach hat sehr. Wiewohl ein Bach-Sohn und ein sehr, sehr talentierter Musiker, hat er sehr, sehr praktikable Musik gemacht. Während der Johann Sebastian Bach ist schon quasi so ein Gebirgsmassiv an Musik, den man auch, wenn man da was Szenisches macht, ist es fast viel schwieriger, sich dem gewachsen zu zeigen. Weil es ist wirklich also Musiken, die es auf der Welt nicht viele gibt, die Person wie Johann Sebastian vom Vater. Nicht? Damit komme ich fast zu der letzten Frage eigentlich. Warum machen wir CPE Bach heute, 2018? Also, was hat es noch für eine Berechtigung eigentlich? Ja, ich finde, wenn man es macht, merkt man, dass diese Frage geradezu naiv ist. Ja? Also unser Leben ist so umstellt, das Schicksal von dem Jesus ist heute ein Allerweltschicksal. Also es ist nicht so, dass es eine irre Sensation war, dass man Jesus gefoltert und gegeißelt und umgebracht hat. Heute werden täglich tausende Menschen auf der Welt, insbesondere genau in der Jesus-Region, dem Nahen und Mittleren Osten, werden gefoltert, gequält, vertrieben, weggeschoben. Die Geschichte ist ziemlich aktuell und wie gesagt, für mich ist diese Jesus-Figur ist einfach wie ein Mensch mit seinem Wert, mit seiner Würde, mit der Würde, die ja relativ vielen Menschen oft abgesprochen wird, wenn sie halt nicht mehr so würdig aussehen. Aber damals wusste man das alles sehr genau. Und man muss schon sagen, dass das Kulturleben früherer Zeiten war halt sehr viel bewusster, dass der Mensch Kultur braucht, um sich mit diesem Leben zu konfrontieren. Diese Sache ist schon relativ stark in Vergessenheit geraten. Und ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum wir heute historische Kultur machen. Weil die historische Kultur ist ein bisschen wie ein Warnruf an uns, der uns dauernd sagt, hey, eigentlich haben wir
brauchen wir Kultur, und wenn wir die heute nicht finden, wenden wir uns halt vermehrt auf diese seltsame historische Kultur zu. Toll ist es eh nicht. Viel besser wäre es, wir hätten ein viel, viel, viel lebendigeres zeitgenössisches Kulturleben, dann bräuchten wir das nicht. Und das, was ich da jetzt sage, ist natürlich, hat relativ viel zu tun mit der Diskussion, die ich mit meinem Vater geführt habe, der, obwohl er ein historischer Musiker war, ein Musiker, der historische Musik gemacht hat, sein Leben lang, hat er das eigentlich auch so gesehen. Er hat das sozusagen als eine Art Notlösung gesehen, eine Notlösung, der man auch sein Leben weihen kann und die man, also die deswegen nicht Schlechtes ist, aber ich glaube, es lohnt, wenn ein Musiker heute auch nicht nur nach hinten schaut und sagt, ich mache einfach historische Musik, weil es so wunderschön ist, sondern eigentlich sind wir dazu da, lebendige und heutige Sachen zu machen. Und ich glaube, so betrachtet ist schon sehr viel daran heute in diesem Werk. Vielen Dank, Philipp Hanuncu. Bitte gerne.